1000 Grad. So, heute gibt es mal wieder ein etwas kleineres Video. Und zwar erklären wir eben, was der heutige Arbeitsdurchgang sein wird. Beim letzten Mal haben wir euch erklärt, was mit dem Barren nicht stimmt, beziehungsweise dass Risse im Material sind. Wir haben die Barren jetzt angeschliffen, damit wir die Risse rausschmieden können und daher keine Materialfehler riskieren im späteren Schwert. Oh, und heute werden wir diesen Barren ausschmieden und vielleicht kommen wir sogar noch dazu, den mit dem großen Barren hier zusammenzuschweißen und zu falten. Und dann haben wir unseren Schwertmantel fertig. Wir haben jetzt beide Barren aufeinander gestapelt, beide Pakete, Borax dazwischen gepackt, damit sich da keinen Sauerstoff zwischensetzt. Jetzt versuche ich das Ganze noch auszurichten und das kommt jetzt so in den Ofen rein, dann wird das verschweißt. Wünscht uns Glück. Grüßt euch. Also, wie ihr seht, es hat funktioniert. Wir konnten es jetzt verschweißen. Wir hatten vorher zwei Fehlversuche, die einfach extrem nervig waren. Und wir beide waren sehr happy, als es dann funktioniert hat. Das ist schon verdammt schwer, was wir gerade gemacht haben. Es ist quasi einfach locker verschweißt. Normalerweise schweißt man die Pakete vorher an den Enden zusammen mit dem Schweißgerät, damit sich das Werkstück nicht verschieben kann. Und wir haben jetzt einfach nur die Teile lose aufeinander gelegt. Und dann verschweißt, das ist schon eine Geduldsprobe, also braucht man Timing für. Vorsicht, Spritzgefahr. Ah! Ich hab dich vorgewarnt. Ja, ja. Ja, solides Stück. Wir haben das Werkstück jetzt gefaltet und das wird nun zusammengeschweißt zu einem soliden Block. Und dann werden wir das zu einer flachen Platte schmieden. Und das werden wir dann nachher zu der U-Form schmieden. Vorsicht! Nope! Jo, wir sind heute fertig mit unserem Schmiededurchgang. Wir haben heute die beiden Pakete zusammengeschweißt und haben die schon mal gefaltet und flach gehauen. Beim nächsten Mal werden wir hier weitermachen, dass das noch flacher und breiter wird. Dann werden wir das hier um das Horn rumbiegen, dass es zu einem U wird. Wir werden hier die Schneidlage einsetzen und dann sind wir mit dem ersten Materialquerschnitt fertig. Dann haben wir das große finale Paket, aus dem wir dann das Schwert schmieden können. Wir sehen uns.